Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Euro Truck Simulator 2. Meine lieben Freunde, seid ihr auch wieder mit dabei? Ja, das finde ich schön. Ich finde es super, dass ihr eingeschaltet habt hier beim Euro Truck Simulator. Ich grüße die alten Zuschauer, vielleicht die neuen Zuschauer. Es wird spannend, es wird spaßig und es wird sehr, sehr schnell. Denn dafür steht meine Firma, die Straßenleuchte GmbH natürlich. Für schnelle Lieferungen, 1A-Service, keine Unfälle, keine Beschädigung der Ware, niemals. Never ever. Liebe Freunde, ja, ich bin wieder da. Ich entschuldige mich natürlich für die Pause vom Eurotruck Simulator. Aber es ging mir ein bisschen auf den Sack mit dem ganzen Updaten und so, dass jede Woche ein neues Update kommt. Klar, man kann es so lassen, aber irgendwann hat man da auch keinen Bock mehr drauf. Und dann hatte ich die ganze Zeit, habe ich es mir vor mir hergeschoben. Und jetzt habe ich es endlich vollbracht. Ja, ich habe das jetzt, das ist jetzt das Aktuellste, was ich machen konnte. Ich hoffe, es funktioniert alles. Wir können ja mal auf die Weltkarte gucken. Da sehen wir nämlich das RusMap, glaube ich. Zumindest sieht es so aus, als würde RusMap wieder funktionieren. Es ist jetzt alles auf Version 1.3.0 oder sowas, glaube ich. Es ist die ProMods Version 2.6. Ich weiß nicht, ob ich hier... Kann ich hier die Mods sehen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Dann sind da noch so ein paar Trailer-Sachen drin. Ein Problem ist, es lädt lange wie die Scheiße. Ich habe gerade geladen. Alter, was ist denn da nicht richtig? Funktioniert da irgendwas nicht? Es hat so lange geladen, da muss ich donnerstags anwerfen, damit ich freitags aufnehmen kann. Hier, es ist ja unfassbar lange hat das geladen. Meine Güte. Naja, und was wir auch haben, warte mal, ich guck noch mal gerade noch mal auf die Weltkarte. Ich bin mir nicht sicher, ob das... Ja, man sieht es. Italia. Wir können endlich... Vorher ging das ja nur so bis hier irgendwo. Man konnte nach Italien, aber eben nur, man sieht es ja hier, wir waren ja auch in Verona. Nur nach Verona. Jetzt können wir überall hin in Italien. Wir können nach Bari, wir können nach Napoli, nach Palermo. Ja. Leider hier nicht auf Elba, aber das muss auch nicht sein. Muss auch nicht sein. Aber wie gesagt, das Italien-DLC, da habe ich mich nicht lumpen lassen. Habe ich mir auch geholt, damit wir hier Europa weiterhin vervollständigen. Ich kann mir vorstellen, dass das nächste Spanien-Portugal werden wird. Das ist ja auch noch ein unbeschriebenes Blatt hier im Eurotruck-Simulator. Aber dann ist Europa ja, ja gut, die neuen ganzen Staaten hier, die müssen natürlich noch dazukommen eventuell. Muss mal gucken hier, so Montenegro und Kroatien hier, kann ja alles noch dazukommen. Aber naja, müssen wir mal gucken, ob das noch passiert. Jetzt haben wir erstmal wieder viel zu tun. Wir wurden natürlich in Köln released, ich weiß nicht, wo wir genau waren, aber wir wurden in Köln rausgeschmissen. Und nämlich, um genau zu sein, in unserer Hütte. Und da geht es jetzt weiter, da heißt es jetzt... Neuen Auftrag und da gucken wir mal. Wir müssen sowieso nochmal, ich muss nochmal Revue passieren. Was haben wir in der letzten Folge denn gemacht? In der letzten Folge meine ich, hätten wir einen neuen LKW gekauft und einen Typen, der den LKW fährt. Ist das richtig? Wo sehe ich denn meine Sachen hier? Hier. Wir haben Köln natürlich, Garage. Zwei, das sind zwei Leute sind da drin, beziehungsweise zwei LKWs. Meiner einer. Natürlich, klar, der absolute Oberking. Und dann haben wir jetzt noch Jack, genau. Jack, der eine Fahrerbewertung von 1,7 hat, also noch sehr, sehr schlecht. Mir wurde gesagt, ich glaube, Hafenkar war es, der hat mir gesagt, dass es automatisch geht. Dass er automatisch einen Auftrag annimmt. Ich hoffe, das stimmt. Ich weiß es nicht. Wir werden uns jetzt einfach nur um uns kümmern. Fahrerbewertung 5,0, die absolute Elite. Wir sind die absolute Elite. So, ich würde sagen, wir fahren jetzt mal. Gucken mal, ob unser Truck soweit heile ist. Ich hoffe, dass der jetzt nicht wieder so lange lädt. Ich glaube aber nicht. Wir müssen den heile machen, wir tanken den und dann suchen wir uns einen Auftrag, würde ich sagen, oder? Ich glaube, das können wir mal machen. So, machen wir mal das Teil hier an. Oh Gott, jetzt fahre ich wahrscheinlich wieder wie die gesenkte Sau hier, ganz ehrlich, weil ich so lange nicht gespielt habe. Es geht schon los, ey. Was ist denn das schon wieder? Ist hier wieder irgendwas anders? Hier ist doch nichts anders. Ich spiele doch so wie immer. So, warte mal. Sehen wir jetzt Jacques hier eigentlich? Ach, guck mal. Es ist aber auch größer geworden. Wir haben die, glaube ich, einmal geupgradet. Kann das sein? Die Garage. Oh, knapp. Oh! Es sieht schon ganz gut aus hier, unser Firmensitz. Also das ist schon Straßenleuchte GmbH würdig. Jetzt gucke ich aber, ich muss nochmal drehen.
Ich muss nochmal drehen. Ich will nochmal gerade gucken, ob jetzt alle Tore hier aufgehen. Nee. Das bleibt zu. Da weiß ich jetzt nicht. Also man sieht den nicht. Kann das sein, den anderen Truck? Würde ich mir natürlich auch gerne ansehen. Aber gut, ist ja jetzt auch nicht. Leute, was ist hier los? Ich kann nicht mehr fahren. Ich kann nicht mehr fahren. Oh Gott, das blinkt. Ne? Vielleicht sollte ich endlich mal was ändern. An der Steuerung. So, wir gehen jetzt mal tanken. Wir gehen mal repairen. Und dann gehen wir mal einen Auftrag suchen, würde ich sagen. Das sind jetzt die Dinger, die wir machen wollen hier. Ich weiß nicht, ob die ganzen Mods funktionieren. Das werden wir gleich sehen, indem wir hier gucken, ob wir strange Fahrzeuge sehen. Dann klappen sie. Wenn nicht, dann klappt irgendwas nicht. Aber das werden wir dann im Auge behalten. So, Werkstatt ist da vorne. Da gehen wir direkt mal hin. So. Ach, fuck. Die war rot, ne? Ach, Gott. Ah! Nicht drauf geachtet. Oh Mann, wo muss man denn hier? Ich muss wieder... Wo muss ich denn hier drauf achten überall? Was geht denn? Um Gottes Willen. Ich kann's... Man verlernt's also offensichtlich. So. Erstmal hier in Ruhe. Also, reparieren kostet 1000 irgendwas. Das können wir uns leisten. So, jetzt ist er komplett repariert. Jetzt fahren wir ein bisschen vorsichtiger. Jetzt fahren wir ein bisschen vorsichtiger. Bringt ja nichts, jetzt hier schon wieder den Molly zu machen und schon wieder zu reparieren. Das wollen wir nicht. Wo ist denn hier in Köln bitte eine Tanke? Muss mal gerade gucken. Ich muss mal gerade auf die Map gucken. Hier ist nirgendwo eine Tanke. Das kann nicht sein eigentlich. Naja, offensichtlich schon. Kann ich pennen? Ja. Dann gucken wir jetzt mal auf dem Frachtmarkt. Ich meine, was sollen wir machen, ne? Wir gucken mal am Frachtmarkt, wo wir denn da einen Auftrag herbekommen. Muss ich jetzt Köln erstmal hier... Der soll ja aus Köln gehen. Köln nach. Was haben wir da? Pau! Was ist denn Pau? Frankreich? Alter, der ist gut, der Auftrag. Alter, der ist gut. Guckt euch mal das an. Wir kriegen 48. Das nehmen wir direkt an. Nehmen wir direkt... Wo muss ich da hin? Das zeigt mir zum Glück mein Navi an. Mein Navi zeigt... Müssen wir uns mal beeilen. Das ist, glaube ich, eine sehr dringende Fracht. Da müssen wir uns natürlich ein bisschen sputen jetzt. Wir müssen die ja erstmal noch abholen. Ach, das ist da vorne. Ja, gut. Komm, mach grün. Danke. So, lasst mich hier mal vorbei. Lasst mich hier... Wegt ihr alle ab? Nee, macht er nicht. Aber ihr lasst mich hier mal vor, ne? Ich habe eine dringende Sache zu erledigen. Und zwar müssen wir nach Frankreich, um genau zu sein, nach Pau. Und dort, was Wichtiges abzuliefern. Nix da, Ampel, das ist jetzt... Nee. Das kannst du knicken. Fuck! Manchmal klappt's, manchmal nicht. Es ist ein Spiel mit dem Feuer. Und da wir das Spiel mit dem Feuer beherrschen, spielen wir öfter mal mit dem Feuer. So, gib mir mal den Auftrag jetzt hier. Fuck. Mann! Bitte mal den Auftrag jetzt geben. Wo ist er? Da! Den wollen wir haben. Hat uns noch keiner weggeschnappt, das Teil, das Gute. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen sputen. Da vorne ist direkt... Ist das Cola? Nein. Ich wollte gerade sagen. Und das da ist unsere Fracht. Was ist das denn? What's this doors denn? Das ist ja einfach nur eine langweilige Fracht. Irgendeinen Tank. Naja, gut. Können wir nicht ändern. So, warte mal, was war da hier, so. Kann ich denn wenigstens noch einigermaßen rückwärts fahren? Ja, das sieht doch einigermaßen passabel aus. So, einmal T, einmal drauf, einmal Cockpit. So, einmal dran das Teil und dann fahren wir direkt nach Frankreich. Tanken müssen wir irgendwann, pennen müssen wir irgendwann. Wie, was, wo, 18 Stunden ist unsere Fahrt lang momentan. Und wenn ich hier mal auf F... Was war denn das? F7? Nee. Schalten komme ich auch nicht mehr klar. Nee, jetzt halten wir mal an. Wo ist denn das? F6? Hier, Zielort. Wir haben eine Restzeit noch von 41 Stunden. Das ist aber doch... Das ist doch eigentlich ganz passabel. Das sollten wir doch schaffen. Zielort Pau. Ein Kraftstofftank. 12 Tonnen. Leute, das packen wir doch. Hey!
Vorfahrt, du pimmelgesichtiger kleiner Rotzlöffel. Geht mit dir. Weißt du, selber nehme ich Leuten natürlich gerne die Vorfahrt. Aber wenn das einer mit mir macht, dann knallt's. Da verstehe ich gar keinen Spaß. Wir müssen hier abbiegen. Am Grün. Es läuft, Leute. Es läuft. Wir sind wieder on the road. Ich sag's euch wie immer nochmal gerne. Macht euch die Truckerliste an, Leute. Die 20 bis 50 besten. Die 20 bis 50 besten Trucker-Songs anschalten und im Hintergrund laufen lassen. Bei YouTube einfach einen zweiten Tab aufmachen, eingeben, Trucker-Playlist oder so. Und dann im Hintergrund das dudeln lassen. Das ist ein Erlebnis, Leute. Ihr werdet es nicht mehr anders wollen. Ihr, boah, hier geht's aber ab. Ja. Ich kann das nicht mehr. Ich kann dieses Spiel nicht mehr. Wie lang ist denn eigentlich meine Fracht? Die ist gar nicht so lang. Wir müssen gar nicht so sehr aufpassen. Können uns schon so ein bisschen auch auf mein fahrerisches Können verlassen. Welches natürlich Oberklasse-Niveau hat. Das haben wir eben gesehen. Fahrerbewertung 5,0 da. Der absolute Profi. So, wir wollen natürlich diesmal wie immer. Ja, wir wollen natürlich wie immer ohne Dellen und Beulen in Frankreich ankommen, in Pau. Das ist ja wohl ganz logisch. So, hier auf der A4 fahren wir entlang über den guten alten Rhein. Gevatter Rhein, ich freue mich, dich zu sehen. Wir fahren Richtung Kreuzkrappen hier auf der A4. Auch eine sehr, sehr... Fucking Bullerei da wieder hinter mir. Ein Auto, siehst du hier. Ein einziges Auto auf der ganzen Fuckstrecke. Und ist direkt die Bullerei. Jetzt ist auch schon wieder die Heimatliebe dahin, ey. Ganz ehrlich, jetzt bin ich schon wieder 180. Nervt mich schon wieder, weißt du? Nimm mal Tempomat an. Wie war das nochmal? Fuck, das habe ich jetzt auch alles komplett vergessen. War das X? C. Hier, Tempomat C. Müssen wir ein bisschen runter. Machen wir mal auf Tempomat auf... So, jetzt Tempomat an. Tempomat 84. Passt. So, ah, viel, viel besser. Erstmal nur noch lenken hier. Wir sind jetzt erstmal auf der A4. Ich glaube, wir bleiben noch ein bisschen auf der A4. So, und was habt ihr denn so erlebt? Oh. Ich muss natürlich schon auch hauptsächlich hier auf den Bildschirm gucken. Ich musste gerade mal... Uiuiuiui. So, jetzt. Jetzt haben wir's. Alles klar. So, was habt ihr denn so erlebt? Freunde. Es ist natürlich blöd. Ich frage euch was, ihr könnt nicht antworten. Schade. Ach, wie schnell man jetzt hier schon in Aachen wäre, ne? Da sieht man mal die Dimension. Schade, kann ich dazu nur sagen. Wir fahren jetzt schon nach Belgien rein. Aber ich hoffe, euch geht's gut. Ja? Es gibt natürlich auch ein paar Leute, die nur den Eurotruck gucken. Und deswegen haben wir uns natürlich überhaupt nicht mehr gesehen, begrüßt und begutachtet. Das tut mir natürlich leid und deswegen grüße ich euch alle ganz, ganz herzlich. Diejenigen, die nur den Eurotruck schauen. Die anderen, euch habe ich, Markus zum Beispiel, du hast ja, guckst ja auch andere Formate, ich meine, hier, ja, weiß ich nicht, was guckst du denn alles eigentlich? Keine Ahnung, ein bisschen was guckst du auf jeden Fall, freut mich sehr und diejenigen, die eben nur Eurotruck gucken, seien jetzt herzlich gegrüßt, bin froh, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, euch ist es gut ergangen, ich hoffe, euch geht's gut, ihr seid wohlauf und ich hoffe, dass es euch freut, dass der Eurotruck jetzt wieder da ist und ich versuche es jetzt wirklich wieder auch wöchentlich durchzuziehen. Und wenn mal was ausfällt, seid nicht böse, dann ist es wirklich diesmal keine längere Pause. Wenn mal wieder eine längere Pause kommt, werde ich sie ankündigen, ja. Ganz klar, werde ich sie ankündigen, so wie ich es in der letzten Folge getan habe. Und dann ist das auch alles positiv. So, warte mal, was ist hier? Hier kann ich schneller fahren. Hier kann man Tempomaten wieder ausmachen, habe ich das Gefühl. So, warte mal, dann machen wir den jetzt hier den Tempomaten auf 89 da hoch. Na. Wie lange müssen wir denn hier eigentlich noch bleiben auf der? Weiß ich nicht. So, Tempomat ist an. Aber wieso ist Tempomat jetzt auf 0? Das verstehe ich jetzt aber auch nicht. Jetzt ist Tempomat auf 89 km/h. Sehr gut. So. Ja, Leute. Es gibt viel, natürlich viel. Warte mal.
Gottes Willen. Ich glaube, das war falsch. Fuck! Ja, fuck, man sah nicht, ob es da hinten um die Ecke geht. Scheiße. Jetzt muss ich mal gerade auf die Map gucken, was wir jetzt hier machen. Wir sollten da lang, jetzt fahren wir da durch Brüssel durch. Sehr gut. Fuck. Och, ich bin aber auch eine Knalltüte, ey. Kann ich nicht irgendwie umdrehen? Kann ich hier nicht Geisterfahrer machen? Ich komme wahrscheinlich da aber nicht rüber, ne? Ey, das ist alles abgesperrt. Ah, Scheiße! Verdreckte! Ach, ich bin aber ein Depp. Man sah es nicht. Ich sah es nicht. Vielleicht bin ich dumm. Mist, verdammter Drecksmist. Naja, egal. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu viel Zeit fressen. Tatsächlich. Ich hoffe, das funktioniert einigermaßen. Oh Gott. Flandern! Ah, und eine sehr schöne Gegend. Flandern. Da morgen was. Da morgen was. Ja, also, was ich sagen wollte. Es ist natürlich viel passiert. Fußball. Wollen wir schnell Fußball abhandeln? Leute, ich hasse Stöger immer noch. Nein, ich hasse ihn nicht. Er ist ein cooler Typ und ich bin ihm dankbar. Aber der Fußball, den wir spielen, das ist einfach Minimalistenfußball. Er kotzt mich an. Es sind wirklich gute Momente. Kannst deine Hand abzählen. Das ist nicht mehr viel. International absolute Grauen. Das absolute Grauen. Was viel Schlimmeres habe ich lange nicht gesehen. Da erinnere ich mich noch an 2004 oder 5 oder so jetzt. Ja, da war ungefähr das Niveau, was wir international jetzt gezeigt haben. Einfach nur grauenvoll. Grauenvoll. Ich weiß nicht, was wir uns dabei denken, woher das kommt. Keine Ahnung. So viel. Ja, und in der Liga. Warte mal. Oh Gott. Oh Gott. Wo muss ich denn jetzt wieder lang? Ich glaube, ich muss hier draufbleiben. In der Liga. Ja, läuft es wenigstens ein bisschen besser. Wir sind noch ungeschlagen unter Stöger. Kaum zu glauben. Aber da ist eben auch das Problem, dass die Spiele, die wir haben, halt vor allen Dingen die Heimspiele, lange nicht mehr so dominant sind und niemals oder sehr, sehr selten mal so ein 2-0 oder mal ein 3-0 unter Stöger hatten wir, glaube ich, noch überhaupt nicht. Mal so einen richtig schönen nach Hause gespielten Kantersieg. Aber nein, man muss in jedem verfickten Spiel zittern. Gegen Hannover 1-0 zu Hause, Leute. Da haben wir früher 5-0 gewonnen und haben da auch nicht dicht gemacht, sondern haben weitergemacht. Ist das da die Bullerei neben mir? Sind wir zu? Nein. Alles gut. Also, wie gesagt, ne, mal so einen richtig schönen Kantersieg unter Stöger. Warum denn mal nicht? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was für ein bremst du? Ey, das ist so eine Ramsau-Arschloch, Mann! Weißt du, da bremst der einfach. Jetzt habe ich den Motor ausgemacht. Was bremst der denn da, diese Fucksau? Boah, ich bin schon wieder auf 180. Keine guten Grund, warum ich dieses Spiel nicht mehr gespielt habe. Mann, ey. Wie soll man denn da vernünftig spielen, wenn er plötzlich von 0 auf von 100 auf 0 in 2 Sekunden geht? Diese blöde Drecksau vor mir. Was geht denn da ab, ey? Habe ich ja echt schon keinen Bock mehr jetzt. Haben wir wieder 1% Schaden. Können wir mal F7 drücken. Ja, 1% Schaden. Die Fracht ist zum Glück nicht lediert. Das ist wenigstens etwas. Wenigstens etwas. Meine Fresse, die Brüsseler Polizei. Da ist dieser Drecksack neben mir da. Du Arschloch. Man muss es doch so klar sagen. Wo kommen wir denn da hin? Fahr doch. Oh. Mann. Nur wegen diesem blöden Umweg. Eigentlich habe ich es mir selber zuzuschreiben. Hätte ja hier nicht lang gemusst. Hier durch die scheiß Provinz, ey. Provinz, du Brabant, Wallon. Was auch immer. So, komm eigentlich mal irgendwann tanken? Müssen wir mal tanken irgendwann? Ist ja gar nicht. Pah, echt. Ich zweifle schon wieder. Das ist ein Meckes. Also ich glaube, die Mods funktionieren. Oder gibt es ein Meckes auch bei der normalen, beim normalen Spiel? Sicher. Aber ich weiß auch nicht, wo die jetzt bei war. Ich habe doch nur so Trailer. Ach Gott. Ja, warum bremse ich denn hier? Ich
hab doch nur so Trailer Packs installiert. Nee, sicher. Hör doch auf jetzt. Oh Gott, ich muss auch pennen gehen. Leute, pennen, Autobahn, pennen, Autobahn. Nein, pennen, tanken wäre gut. Wenn wir das jetzt gleich finden würden. Mal sehen. Alter, was ist denn hier? Ihr könnt doch mal eure Autobahn beschneiden hier. Was ist denn da los? Wächst ja alles zu bei euch hier in Belgien. Was habt ihr denn für Scheißprobleme? Nur am Pommes fressen seid ihr, wa? Müsst mal hier die Scheiße schneiden, damit man da mal wieder durch kann mit den LKWs. Kann ja wohl nicht angehen hier. Pff. Ach, nee. Ja, ich kann es euch nur sagen. Ihr habt, jetzt merkt ihr wahrscheinlich auch, dass ihr es eigentlich nicht vermisst habt, oder? Dass ihr eigentlich... Wo, ich kann nicht geradeaus! Alter, ich... Was? Ey, das Spiel macht einen wahnsinnig. Keiner hat es vermisst. Soll ich schon wieder aufhören? Einfach nach dieser Folge. Schreibt es mir bitte unter die Kommentare. Wenn das nämlich niemand gucken will, dann lasse ich es einfach. Ich spiele das auch nicht privat, weil das treibt mich nur in den Wahnsinn. Guckt euch das mal an. Was ist denn hier passiert? Hier ist alles zugewachsen. War ich so lange nicht da, dass hier alle Straßen verwildert sind? Leute, ich bin wieder da. Könnt ihr jetzt wieder schneiden, das Zeug? Eieieiei. Ich muss jetzt gleich mal auf die Map gucken hier. Meine Güte, warte mal. Map. So. Ah, da kommt eine Tanke. Kann ich da pennen? Ah, da kann ich auch pennen. Perfekt. Dann sind wir auch wieder auf unserer normalen Strecke, glaube ich. Ach so, lobe ich mir das. Was ist denn jetzt hier? 70? Wieso ist hier 70, um Himmels Willen? Oh, Mann, 70. Was ist das denn für eine Autobahn hier? Also heute treibt mich das Spiel aber wirklich zu Weißglut. Was ist das denn? Hier, ich bin... Wo bin ich denn hier? Bin ich in Frankreich schon? Nee, ich bin doch immer noch in Belgien, oder? Ich guck mir das nochmal gerade an. Le Havre, hier ist Frankreich. Lille. Moment. Brüssel, aber das muss, hier muss doch irgendwo die Grenze sein. Ha. Weiß man nicht so genau, oder? Man weiß es nicht so genau. Lüttich, Lille. Irgendwo muss die Grenze sein. Ich habe keine Ahnung, ich ziehe sie nicht. Mir ist es egal, wo ich bin. Ich bin internationaler Weltenbürger. Überall zu Hause, überall happy. So sieht das nämlich aus. Ja. Und ich bin auch vorbildlich, was den Tempomaten angeht. Den habe ich auf 70 eingestellt. Perfekt. So, müssen wir einen Gang runter. Wenn wir 70 fahren, ist Gang 10 optimal. Ich habe ja Ahnung. Ich habe ja auch einfach Ahnung. Man wendet sich ja auch oft an mich und sagt, hier, Brilli, wie sieht's aus? Hier, ich habe mir so einen neuen LKW gekauft. Und der Günner von RBA Logistics, der Günner. Kennst du vielleicht, Günner? Und ich weiß nicht genau, wie ich tanken soll, wann ich tanken soll, wie ich gut um die Kurve komme. Könntest du mir ein paar Tipps geben? Wann schalte ich? Welcher Gang ist wann optimal? Wie komme ich gut aus Gefahrensituationen raus? Wie handle ich die Polizei? Wie sieht's aus im Tempomaten? Was mache ich bei Schranken? So eine Sache, ne? Da fragen mich natürlich viel, die anderen Trucker fragen mich da viel, wie ich so gut werden konnte mit einer Bewertung von 5,0. Da fällt man natürlich auf. Was habe ich denn jetzt gemacht? So, einmal hier tanken, einmal voll tanken. 1,22, ja, aber schon gehobene Klasse hier. Gehobener Preis, aber gut, ist eine Autobahntankstelle, ne? Wie machen das eigentlich Trucker jetzt im Real Life? Gehen die zur Autobahntankstelle, weil sie es ja eh nicht selber zahlen müssen, oder sagt der Arbeitgeber da, also die Spedition, ey, Drecksack, du gehst bestimmt nicht auf die Autobahnraststätte tanken. Du gehst mal schön, fährst du ab, ja. Oh, Schock. Und tankst dann schön... Oh, da ist ein Auto. Und tankst dann mal schön hier billig im Dorf, wo es nicht so teuer ist. Oder was? So, wir pennen eine Runde. Ach Gott. Und fahren mitten in der Nacht los. Jetzt müssen wir aber Licht und so anmachen. So, ich glaube, das ist richtig.
Ja, also gehen die Real Trucker nach Zeit oder gehen die nach Geld? Das ist die Frage. Ich glaube, wenn so eine, die machen so einen Mischmasch. Ich glaube, wenn da so eine Tanke ist, die nah ist, dann machen die billigere. Und vielleicht haben die aber auch so andere, könnte ich mir auch vorstellen, dass sie so eine krasse Software haben, die ermittelt oder denen sagt, wo momentan das Benzin am günstigsten ist oder der Diesel. Im Umkreis von 100 Kilometern. Und dann gucken die, lohnt sich das dahin zu fahren? Lohnt sich das nicht? Da haben die so ein Programm, was das dann auch noch direkt ausrechnet, ob sich das lohnt. Rein geldtechnisch. Das wäre natürlich krass. Da kommt die Grenze. Belgien, Frankreich. So, jetzt müssen wir mal auf die Tube drücken. Jetzt haben wir hier das ganze Geblöde. Haben wir jetzt hinter uns gelassen. Wir haben getankt. Wir sind voll ausgeschlafen. Wir können jetzt durchfahren bis zum Ziel. Davon gehe ich doch mal schwer aus. Und wir sagen, hallo Frankreich, wir sind froh, endlich mal wieder bei dir zu sein, in dir zu sein, wie auch immer man es nennen mag. Wir gehen jetzt mal hier mit dem Tempomat mal wieder an hier, 90, sehr gut. So, dann müssen wir wenigstens nicht mehr hier auf das Gaspedal drücken, da, das ist doch schon mal eine kleine Erleichterung. Ich hoffe nur, dass wir relativ lange jetzt hier auf der Autobahn bleiben müssen, auf der wir jetzt gerade sind. Das wäre schon mal schön. So, Richtung Reims. Reims, Paris. Paris. So, mit die einzige Stadt, die man auch richtig aussprechen kann hier. Montpellier. Guingamp. Was sind das? Nantes. Was sind das alles für Namen? Kann kein Deutscher aussprechen. Ach Gott. Marseille. Ach Gott. Naja. Aber das steht auf einem anderen Blatt geschrieben, liebe Freunde. So, wir haben noch 1100. Wir haben noch gar nichts geschafft, Mensch. Sind die Strecken wieder anders geworden oder was? Wollen nicht hoffen. Das wollen wir mal nicht hoffen, ey. Sonst schaffen wir es ja tatsächlich nicht. Aber hier steht 14 Stunden, müssten wir eigentlich da sein. Ach, jetzt geht die Maut wieder los. So eine Kacke. Das ist natürlich jetzt der Nachteil an Frankreich. Das Mautsystem, liebe Freunde. Aber da kommen wir nicht drum herum, so. Da müssen wir leider durch. So, hier mal ein Ticket ziehen. Ja, komm. Weißt du, es ist doch immer das Gleiche. So, einmal bitte. Dankeschön. So. Alles frei. Sehr gut, das passt. So, dann ziehen wir mal hier auf Level 10. Gang 10 ziehen wir mal ein bisschen hier. Seidebacher Bergsteigermüsli von Seidebacher, liebe Freunde. Jeden Morgen ein Löffel. Nee, das war Handvoll, ein Löffel. Eine Schüssel Seidebacher Bergsteigermüsli. Ja, da werden es fit. Da werden es fit für den Tag. Das ist lecker. Ach Gott, Seidebacher. Leute. Euronix, best of electronics. So, da kriege ich auch noch mal ein paar Tauis her. Immer ganz gut. Wie man sich hier so finanziert als kleiner YouTuber. Ja, ja. Sehr, sehr erfrischend. Ach Gott. Ich bin irgendwie auch ein bisschen stolz und froh. Auch wenn die Folge hier schon wieder komplett aus dem Ruder läuft. Aber ich bin stolz und froh, dass ich jetzt das Italy-Pack habe und den neuesten Pro-Mods und dass offensichtlich auch Russ-Map wieder funktioniert. Ah, das freut mich doch. Das ist doch was Schönes, oder? Da kann man nochmal drauf aufbauen. Da kann man sagen, hey Brilli, bist du nächstes Mal auch wieder dabei? Ja, wahrscheinlich schon. Denn ich bin immer noch, wie gesagt, ein bisschen froh. Und es ist auch irgendwie, auch wenn ich meistens fluche, ist es doch hier, wenn man so fährt, dem Morgengrauen entgegen quasi, mit einem Auftrag, mit einem guten in der Tasche, ist es doch was Schönes, oder? Es ist doch etwas Heimeliges. Hier auf den Straßen Europas mit unserem wunderbaren LKW durch die Landen zu ziehen. Ach, das ist doch einfach schön. Das ist doch romantisch fast schon, oder? Da nimmt man sich an den Fingern. Da nimmt man sich an den Händen und sagt sich, ach, guck mal, wie romantisch ist das denn, der Brilli hier. In Europa unterwegs. Das ist doch wunderschön. Ach, Freunde. Ah ja. Und ich sehe, das ist krass. Die erste Folge hier ging aber jetzt echt schnell vorbei. Wir haben jetzt schon 30 Minuten wieder rum. Unfassbar.
Was habe ich denn gemacht? Nichts. Wir sind 200 Kilometer gefahren. Der Rest war Katastrophe pur, würde ich sagen. Dann hoffe ich, dass nächste Folge besser wird. Ich werde jetzt hier mal... Machen wir den Seitenstreifen-Aktionen-Dingsbums wieder? Ja, aber hier ist jetzt keiner. Gerade mal die Ausfahrt da, wenn ich es noch weiterfahre. Hier geht's nach Calais. Oder wie ist denn eine Calais? So, hier ist jetzt Seitenstreifen. Halten wir mal hier mal an. So. Und dann drücken wir mal den guten Escape-Knopf. Und dann verabschiede ich mich von euch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß im Euro Truck Simulator 2. Bei der Straßenleuchte GmbH. Wir sind nächste Woche sind wir wieder da. Der gute Jack und ich. Und bis dahin, tschüss, macht es gut, euer Brilli.